So, da sind wir wieder. Hallo, zurück. So, jetzt weiß ich auch genau. Übrigens, 10 FPS Haus. 13 FPS. Wir haben 13 FPS, 15 FPS. Boah, ist ein Traum. Das Haus ist eine Katastrophe. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich zumindest mit Y, sehe ich hier, auf welchem Level wir sind. Die Augen sind auf dem Level zumindest. Also dieser Block hier ist auf Level 66. Ich bin gespannt. Wir müssen dieses komische Ferris-Zeug finden. Also wir müssen das eigentlich gar nicht finden. Wir müssen das überhaupt nicht finden. Ich wollte nur ganz kurz gucken, wenn ich jetzt in den Ofen gucke. So. Das ist Glas, ne? Da sind auch 23 Blöcke sind da noch drin. Warum so viel? Ich meine, wir haben natürlich genug Iron, aber warum ist das jetzt, warum ist da jetzt noch so viel Glas drin? Die schmelzen hier eh fröhlich weg. Und dann kommen sofort wieder welche nach. Also das geht schon. Wir werden hier immer noch genug... Oder warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie viel haben wir hier? 72 Ingots, alles klar. Das sind sehr viele Blöcke, die noch sind. Das sind sehr, sehr viele Blöcke. Bei Glas sind es nicht so viele Blöcke, bei Eisen offenbar schon. Obwohl Glas, naja, ist relativ nicht so viele Blöcke. So. Und ich wollte mal ganz kurz gucken, nochmal eben schnell. Die hier kriegen wir so schnell nicht weiter. Dann müssen wir das Ferris finden. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz Factory... Diese Factory-Blocks nochmal ganz kurz gucken. Zack. Nein, hier den hier. Eisen und Stone. Einfach ganz normalen Stone. Offenbar nur normalen Stone. Okay, hallo. Normalen Stone. Ich würde gerne mal ein bisschen damit rumprobieren. So, normalen Stone kriegen wir natürlich... hier bin ich auf der falschen Etage. Hier sind ja die alle möglichen Gesteinsarten. So, normalen Stein. Wie viel haben wir davon noch? 5x64. Ach super, nehme ich den noch einfach. Na, hier ist genau das einzige Ding, wo wir... Oder? Ach doch, da haben... Was ist denn hier? Ach du Heilige, ich muss das auch nochmal... Das muss ich auch nochmal... Ja, wir haben noch ein bisschen... Bisschen Müll haben wir noch. Das Eisen haben wir gar nicht drin. Refine wird wahrscheinlich wieder nicht, also wird schon gehen, aber wird wahrscheinlich nicht mit der Automatik funktionieren. Also mache ich mal einfach den hier und dann sage ich mal so, 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 halt und so. Und hier Stone, zack, 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 zack. Wie viel kriegen wir jetzt? Für ein bisschen was reicht ja. So, Schüssel haben wir dabei. Und jetzt würde ich gerne mal ganz kurz testen gehen, wie das aussieht. Achso, hier falsch. Wie das aussieht im Tunnel. Würde ich gerne ganz kurz testen gehen. Uah, hallo, hallo, hallo. Am besten mal testen. Möchte ich direkt jetzt machen. Einfach nur, damit wir später wissen, wie es aussieht oder was man da vielleicht nimmt. Ich habe jetzt erstmal wieder an Steintunnel gedacht, aber ehrlich gesagt, das... Ja. Theoretisch wären auch die Wände aus Zement normalerweise bei einer U-Bahn, klar. Aber es muss ja auch ein bisschen passig aussehen, ne? Dass man sich auch so ein bisschen vorstellt... Vielleicht auch, dass es eine alte U-Bahn ist, oder ich weiß es nicht. Die Treppe hier kommt noch weg, das Ding geht noch durch. So, hier würde ich dann noch weiß machen. Und hier würde ich dann, glaube ich, spätestens was anderes machen. Oder vielleicht mache ich am Anfang, noch ein bisschen Marmor. So, wenn man hier sagt, okay, das hier, ne, am Anfang ist noch so ein bisschen Marmor, wie das immer so ist bei einer U-Bahn. Am Anfang sieht es immer noch ein bisschen schön aus. Und dann hinterher... Bin ich doof? Jetzt habe ich noch einen tiefer reingemacht, ne? Ist das nicht zu breit, wenn wir das so machen? So reicht doch, oder? Nee, komm, ich mache das nicht noch einen breiter. Oder? Ach, fuck, Mann. Eine Dreierbreite reicht doch. Oder? Mann, hilf mir doch mal. Ich weiß es selber nicht. Es könnte auch zu eng aussehen. Nur mal so testweise. Wie gesagt, kann man noch schisseln. Würden jetzt nicht so aussehen unbedingt, aber ich wollte nur mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Könnte man breiter machen, wenn man wollte. Das war ja ursprünglich der Plan, ne? Dass es dann so aussieht.
Vielleicht nicht unbedingt mit dem, vielleicht nicht unbedingt mit der Textur hier. Also nicht unbedingt mit dem Block hier, aber ja doch, ich lasse das so, oder? Das muss jetzt nicht, das hier wäre zu übertrieben. Das wäre zu übertrieben. Also irgendwo muss man ja auch mal, also so schön es wäre, aber irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen Vernunft walten lassen. Was ist mit Grunk los? Ja, weiß ich nicht. Shiny Metal Construction Block. Und die Dinger würde ich gerne von dem Glas einbauen, bevor Glas kommt. Rusty Metal Plate. Fancy Metal Box. So. Ich finde das hier schon fast ein bisschen zu dunkel. Andererseits, wir wollten es ja eh dunkel machen. Wir wollten es ja eigentlich mit dem ganz dunklen Ding machen, ne? Wir wollten es ja eigentlich mit Granit machen, mit dem schwarzen Granit. Da müssen wir natürlich Granit ohne Ende kochen. Fände ich sogar besser als mit diesem hier. Muss ich zugeben. Auch wenn wir davon, wenn wir hiervon jetzt echt viele Sachen herstellen können. Haben wir ja vielleicht noch was Dunkleres als das? Wireframe in a Shade of Purple oder Fancy Circuit Block? Mal kurz gucken. Ja, das würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Dann schmeißen wir die mal ganz kurz weg. Kann ich eigentlich nur mal so testweise? Ah. Wie geil! So. Könnte, ich glaube, das könnte ganz geil aussehen am Ende. Boah, auf diesem Zement rumlaufen ist echt verwirrend teilweise. Ach, wie geil ist das denn? Oh. Okay, das finde ich ja richtig cool. So, was war das jetzt hier? Das hier, ne? Rusty Metal Plates. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Boah, ja, und dann hast du ja ab und zu mal diese... Ich weiß nicht, ob wir diese Balken hier nehmen. Also ich würde zwischendurch halt immer, wenn die goldenen Dinger kommen, würde ich hier ein bisschen Abwechslung machen, damit ihr so ein paar, so eine Art Ringe hast, durch die du fährst. Dann sieht das nicht ganz so trist aus und du siehst halt auch, dass es vorwärts geht. Ich weiß noch nicht genau, mit wie viel Speed, aber wir testen das mal aus. Wir testen das mal aus und laufen dann auf dem Zement. So, pass auf. Folgendes. Die lasse ich mal. Rusty Metal Plates. Und... Rusty Metal Plates. Okay, die hier auch nochmal. Oder sowas halt immer. Nee, das mach ich zwischendurch. Sonst sieht das alles zu gleich aus. So, mal ganz kurz austesten. Ganz kurz. Entschuldigung, ich bin so ein Spielkind, aber ich will das unbedingt wissen, wie es aussieht dann. Das könnte, glaube ich, echt geil werden. Und wenn wir diese Dinger unterbrechen würden später mit so Lava-Ringen, boah, ich glaube, das wird sehr geil aussehen. Du kannst dann halt echt sehr, sehr geile, abwechslungsreiche Sachen machen. Na, ja, was ist das denn? Wo kommt die denn her? Wir werden auf jeden Fall viele davon brauchen. So, ne? Hier kommt noch was anderes hin. Und dann machen wir hier einfach diesen nächsten Ring. Zack. So. Die Lücken hinten, scheiß da Hund drauf. Vielleicht spawnt da was, vielleicht auch nicht. Wir werden sowieso niemals dahinter gucken. So, zack.
Boah, das wird richtig gut aussehen. Boah, das wird richtig gut aussehen, mein lieber Freund. Da ist der Zement fast schon schade. Vielleicht hätte man doch Asphalt nehmen sollen. Ich würde sagen, jetzt reißen wir erstmal alles ab und machen alles nochmal neu. Scheiße. Hätte ich mal vorher gewusst. Okay, warte. So, ich guck mal, ob wir da vielleicht irgendwas nehmen, was nicht ganz so... Oh. Huch, da ist ja schon was drin. Was nicht ganz so krass aussieht. Das da. Nee, so als Abwechslung. Das finde ich schon ganz gut, aber die sehen so... Zu dunkel? Könnte zu dunkel sein, ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber sieht schon... Sieht schon geil aus. Dann setze ich jetzt schwarz einfach bis vorne fort. Mit den Seitendingern bin ich noch nicht so, also mit dem, ich bin mit denen noch nicht so einverstanden, bin ich ehrlich. Das Geräusch ist auch so geil, blompf, blompf, blompf. Hört sich an wie so ein Blech, was man irgendwie wieldet. So. Okay, Schüssel. Was schisseln wir da raus? Mann, wenn ich wüsste, wie die alle aussehen. World Metal vs. Ventilation Openings. Fancy Circuit Block. Metal Plate with a little rust. Was ist das hier? Gold Plated Fancy. Ah, ja, warte mal. Wir müssen einfach ein bisschen austesten. Ja, ist aber. Wo ist denn da Ventilation? Ich bin gerade ganz in meinem Element. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so viel rede. Ich will ja alles ausprobieren, aber... Wird es das hier? Vertical Venting? Das geht. Ja, das finde ich ganz gut. Oh, shit. Das finde ich ganz gut. Das ist auch ein bisschen auffälliger, ne? Ist nicht ganz so dunkel und dann hast du mehr Effekt, wenn du durchrast quasi. Je schneller du bist, desto cooler sieht es aus, wenn du hier so durchpäst. So, ein bisschen wie Autobahnstreifen, nur ohne Autobahn und ohne Streifen. Nice, wieder schön formuliert. Bin ein bisschen stolz auf mich. Okay, ich gehe mal ganz kurz Sachen herstellen. Wir brauchen Stone. Doof, dass es so weit weg ist. Und wir brauchen eine Menge Eisen. Wir werden viel davon brauchen. Viel, viel, viel. Wollte ich nicht draußen noch ein Dschungeldorf machen? Wollte ich nicht draußen noch den Weg weiterbauen? Wollte ich nicht... Es gibt so vieles, was wir machen können. Es gibt einfach so unglaublich vieles. Wir haben... Also ich habe hier echt... Muss ich einfach zugeben, in dieser Welt gibt es einfach sau viel Abwechslung. Ich finde das eine tolle Idee. Also, eine tolle Idee. Ich will jetzt nicht selber auf Schulter klopfen. Kann nicht reden. Ich finde es eine super Sache, dass wir oben dieses Medieval-Kram haben und unten trotzdem noch was anderes. Das finde ich irgendwie sehr geil. Ich meine, Medieval finde ich schon sehr cool, aber jetzt unten noch so ein bisschen in der Richtung rumzubasteln, das finde ich halt total gut. Ich hole mal kurz Eisen. So. Oh, schon so spät. So, 52. Na klar, gib mal her. Wie viel Iron Dingens kriegen wir da raus? Ein paar. So, Iron Ingot. Iron Ingo. Die ist leer. 31 Iron Ore, das ist das letzte, und dann kommt Copper Ore, krass. Da ist ja nicht mehr so viel. Okay. Der Sand dauert halt echt, also der Sand ist am krassesten, glaube ich. So, und jetzt brauche ich dafür noch Stone. Stone, 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 Stone. Nein, hier ist Gestein. Aber Stone ist eine Baumaterialie. Primär. Wir haben noch einmal 64, wie viele Cobbles haben wir?
Einmal 64. Okay, dann gehe ich vielleicht doch mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz runter. Wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen Stein brennen. Ein guter Steinbrand. Was für ein guter Steinbrand. Das sieht, wir haben noch hier irgendwie diese lächerlich vielen von. Ekologie 122. Okay, mal 64. 340 mal 64 hier. Geht das nicht, wenn ich die jetzt so mache und so und so und so? Normalen Cobblestone, zack. Und den können wir gleich brennen. Mach ich mal ganz oben in der Küche. Da haben wir mehrere Öfen. Und da brennt ja auch noch der Zement, den wir ja auch noch brauchen für den Tunnel. Der Tunnel wird, da der Tunnel so lang ist, werden wir natürlich viele, viele von diesen Blöcken brauchen. Und wir werden ein bisschen Abwechslung machen müssen. Das mache ich aber vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich das im Let's Play mache oder vielleicht abseits vom Let's Play, weil ich da auf jeden Fall viel rumtesten werde. Und dafür ist das Let's Play, glaube ich, nicht geschaffen. So, zack. Jetzt 32er Stack. 32. Achso, na gut, hätte ich mir auch sparen. Ja, gut. Toll. Hier. Hier. So, wie sieht's aus? Hat schon alles durch? Ne, wir haben keine Kohle mehr. Was? Oh. Ja, dann go. Da haben wir ganz schön viel verbraten, mein lieber Freund. So, gut. Das köchelt langsam vor sich hin. Wir haben ein bisschen Stone. Ne, das ist Concrete. Okay. Alles Concrete. Oh, ein Refind haben wir noch. Ein einziger Refind. La, 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 la. So. Die schissel ich mir nochmal ganz kurz so zurecht. Wie wollte ich die haben? So, ne? Rusty Metal Plate. Komm nochmal, ich auch mal Rusty Metal Plate. Zack, 11. 44 davon. Dann ganz kurz. Hä? Dann kurz ein bisschen Eisen ablegen. Wir brauchen nur 4 Stacks davon. Können wir den schon mal wegbringen. 57 Blöcke haben wir jetzt drin. Huch. Und jetzt hier. Oh ne. 1, 2, 3, 4. So, 4 Blöcke brauchen wir davon. Das wird, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen eine Menge. Ich glaube, wir kriegen da echt eine Menge. Na, ein kleiner Stinker? Der ist so süß. Der Basson ist so süß. Luc Basson. So, 12. Das kann ein bisschen dauern, glaube ich. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Ich hätte vielleicht direkt mehr machen sollen, aber wir brauchen vielleicht nicht ganz so viel. Warte. Concrete könnte man theoretisch schon mal mitnehmen. Packe ich mal gerade in den Rucksack, weil wir basteln gerade ja nicht hinten am Tunnel. Einfach nur, weil wir ein bisschen mehr Platz haben. Aber den kann ich schon mal mitnehmen hier. Zack, 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 zack. Und solange der Schüssel hier hält, können wir ja gerade schon mal den Konkret vorbereiten. So, zack. Dann hier, zack. La, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Das Chalk, Rhyolith, Soapstone, was macht das denn hier? Oh, da war noch normalen Stone. Hä? Warum habe ich den da oben drin? Was macht denn hier Soapstone und Rhyolith und Chalk? La, 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 la. Der. Tschüss. Ah, Mann. Gib mir. Ich will das endlich haben. Ich will endlich den Tunnel weitermachen. Das macht mir gerade. Es tut mir echt leid, dass ich hier die ganzen Folgen nur am Tunnel baue. Es macht mir gerade so viel Spaß. Eigentlich tut es mir gar nicht leid, weil es mir so viel Spaß macht. So, ein 64er Stack haben wir schon mal. Da sind schon mal zwei 64er Stacks. Es geht also langsam voran. Der Rest kommt auch gleich.
Keine jüdische Hast, bitte. So, natürlich, draußen regnet's. Hier, ich muss hier noch weitermachen. Ich muss noch ein bisschen... Oh, Alter. Sieht aus wie so ein Mahnmal hier oben. Ja, so. Er wird dich holen. Oh, sieht das hier schon sehr geil aus. So. Was wollte ich hier nochmal? Ach, hier sind noch Tiere und so. Naja, stimmt. Mystcraft-Eckchen. Da müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Ach, die Lampen waren so toll. Country mit NPCs wollte ich noch ein bisschen was gucken. Ich werde vielleicht noch einen NPC modifizieren, dass der Chunk hier immer aktiv ist. Sodass die Schmiede immer weiterarbeiten kann. Das Blöde ist nur, die Lava brennt, glaube ich, irgendwann aus, oder? Ich glaube, die Lava brennt immer aus. Bin mir nicht ganz sicher. Also auch wenn im Schmiedeofen nichts drin ist, der wird trotzdem weiter beheizt. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, ja. Und das ist natürlich nicht so gut. Da müsste man vielleicht irgendwie noch ein Ventil machen, dass man schließt. Aber man kann die Dinger ja schließen. Was mache ich denn hier? So. So, das ist durch. 46. Und wir kriegen den nächsten 64er-Stack. Jetzt fehlt nur noch einer. Können wir eigentlich mal hier, können wir rausnehmen. Hier können wir mal rausnehmen. So, zack. Dann machen wir hier 16 rein. Dann machen wir hier 16 rein. Wir sind ungeduldig, ne? Aber es muss vorangehen. Vielleicht können wir hier einfach noch ein paar Öfen hinmachen, damit es noch schneller geht. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich hätte gerne noch so eine Zuleitung, dass ich irgendwie vielleicht 9 Öfen oder also lass es 18 sein oder sonst irgendwas in Reihe. Und dann irgendwas, was gerecht auf die Öfen verteilt. Ne? Also nicht nur irgendwie, dass der erste immer 64 Kohle hat und der letzte dann gar nichts mehr, sondern dass jeder Ofen immer, wenn er 18 Kohle ankommen, kriegt jeder von den 18 Öfen immer eine von den Kohlen. Immer so tick, 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 tick. Ich weiß aber nicht, ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Habe ich keine Ahnung von. Oder ob man das anders verschnellern kann oder weiß ich nicht was. Oder ob man 18 Öfen bauen kann, die sich die Kohle teilen oder weiß ich auch nicht. So, Stone. Nee. 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 Gleich. Hälfte haben wir schon. Fast die Hälfte. La, la, la. Ja, läuft. Da oben ist nichts mehr drin. Zack, hier. Achso, wir haben die Roundlocks wieder eingestellt, ne? Deswegen... Wie war das nochmal? F8? Ja, warte. Oder war das hier? Better Foliage, ne? Oder? Nee. Doch, hier, Roundlocks. Enable False. So, jetzt ist hier wieder alles zu. Sieht sonst so komisch aus. Jetzt muss natürlich alles nochmal neu laden, aber egal. So, nehme ich alles raus. So, zack, und jetzt fehlen nur noch 3. 1, 2 und 3. Yeah, go! So, warte. Jetzt hier mal runter, zack. Achso. Okay, Factory Block, den hier und dann nochmal ganz kurz den hier machen. 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt davon kriegen werden. Kann sein, dass wir jetzt richtig zugeschissen werden. Oh, ich dachte schon, ich habe vergessen. Gut. Was mache ich jetzt? Ich glaube fast, die werden wir auch alle brauchen. So, 20. Ich mach das mal so. 20 und dann muss er. Oh nein, oh, der Stone ist im Rucksack.
Okay, nochmal. Das war so gewitzt gerade. So, nochmal. Nein. So, 20 und dann hier. So, und überall 20 drauf und dann go. So, wir werden einen neuen Schüssel brauchen, glaube ich. Ich bin fast sicher. So, den hier. Dann den hier. Den hier. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Huch, Hammer, Hammer. Unser Schüssel wird uns bald um die Ohren fliegen. Okay, gut. 11 Blöcke, wir fangen mal so an. Wieso mache ich das jetzt im Let's Play? Ich habe keine Ahnung, weil ich ja gerade Bock drauf habe. Und das ist alles, worauf es gerade ankommt bei mir. So, tut mir leid, bitte nicht böse sein. Auch wenn der Tunnel halt lahm ist, aber was willst du machen? Es hilft ja nix, es hilft ja nix, es hilft ja nix. Wir wollten ja noch das NPC-Dorf erweitern, was wir nicht alles machen wollen, heilige Scheiße. Ich werde, also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde entweder, wenn wir 50.000 Folgen machen bei diesem Let's Play, oder es wird Hilfe kommen müssen, die er fröhlich mit auf dem Server baut. So. Okay, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Man wird vielleicht munkeln, es könnte ein Fünkchen zu dunkel sein, aber ich glaube, gerade das wird es so gut machen. Weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja irgendwo eine U-Bahn, ne? Und wenn man in einer U-Bahn fährt, kennst du ja vielleicht, Berliner U-Bahn oder so, da, die ist nicht unbedingt für ihre großzügig ausgeleuchtete Außenwand bekannt. So, und ich würde zumindest gerne die Strecke bis zum Glas bauen. Wo habe ich noch Eisen mit? Kann ich mir vielleicht ein Wägelchen noch basteln? Oh, ich bin schnell. Okay, mach das mal an. So. So. Ich mach das gerade mal so, dass ich mir hier einfach so Platzhalter schon mal mache. Dann weiß ich ungefähr, bis wo ich bauen kann, ne? Und wo dann immer diese komischen Dinger sind. Andererseits, ich kann ja auch einfach die Dinger bauen. Wow, ich bin Professor. Warte mal, hä? Okay, hier ist das Goldene, hier ist keins und hier... Oh, okay. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Hier ist keins und dann wäre hier... Hier wäre das nächste und ich habe da die Lücke gemacht. Boah, da hätte ich aber... Oh, schade, dann kommt das an der Brücke ja gar nicht mehr so richtig schön hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, das ist ja blöd. War gerade Lava irgendwo in der Nähe? Okay, das ist blöd. Mann, oh. Ich habe mich voll gefreut, dass es bei der Brücke, ne, dass es mit diesen goldenen Dingern, mit den goldenen, mit diesen Power Rails, dass wir hier quasi eine Power Rail direkt haben vor der Brücke. Das hat ja so schön gepasst. Boah, die sieht so geil aus. So, hui. Okay, also nochmal. Jut, jut, jut. Es hilft ja nichts, da hilft kein... Boah, das sieht aber auch geil aus mit diesen Dingern, die da einfach so, ne? Einfach so. Auch wenn die einfach so sind, auch ohne dieses schwarze Zeug, sieht das irgendwie ganz cool aus. Vielleicht können wir das ja irgendwann abwechseln gegen irgendwas. Das müssen ja nicht mal diese komischen schwarzen Dinger sein, wir können ja auch mal irgendwann was anderes machen. Oder wahlweise auch wirklich mal den Tunnel ein bisschen breiter lassen. So just for fun.
Nur damit man während der Fahrt so ein bisschen Abwechslung hat, damit man ein bisschen was anderes sieht und es nicht immer alles gleich öde aussieht, obwohl U-Bahn sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie abwechslungsreich sind, aber ich würde das hier vielleicht schon machen. Das war ja auch schlau.